Übrigens, Olli, Ja? du schaust aus wie eine Schifferschaukel. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ja. So, und jetzt müsst ihr was reden, weil ich kann nicht mehr. Meine Stimme versagt schon wieder. Seid ihr doch da? Ja. Ja, sicher. Ja. Okay, alles klar. Ich bin innerlich weg. Das heißt? Das heißt, dass ich irgendwann herunterfahre. Wo runter? Nach Polen? Ja. Nein. Du musst weg. Nein. Dein Truck ist kaputt. Ja. Immer noch? Immer noch. Ich meine, ich habe jetzt 65%. Ja komm, Hassan, kämpf. Ich habe so ein Ding schon mit 80% ins Ziel gefahren. Ja, sollen wir schieben? Das Video habe ich... das Video habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, das war ja auch ein US-Truck, ne? Ohne Chef ist auch mit 90%. So, es ist ja nicht mehr so weit. Wir haben es ja bald. 60 Kilometer, dann sind wir durch. Wer möchte denn noch was loswerden? Komm, ein paar Weisheiten noch für die Leute da draußen, für die jungen Leute. Kann ich mich noch zu Wort melden? Natürlich. Okay, das ist nett. Ja, insofern, jetzt für also für deine ausländischen Zuschauer, so. Es ist natürlich auch wichtig, dass man einen festen Freund hat, der mit einem alles durchmacht. Meinst du jetzt einen Schwul? Meinst du jetzt einen Schwul? Zum Beispiel hatte ich jetzt. Nein, er meint einen festen Freund, er meint einen guten Freund. Ach so. Ja. Ein Kumpel. Okay. Ja. Okay, also zum Beispiel ich einen, kenne ich einen seit der ersten Klasse und der hat es auch nicht so einfach gehabt, weil er am Anfang halt so Hörgeräte hatte. Und dann muss man da halt, man freundet sich halt an und man hat dann halt Kontakte. Also so ja, ganz gut. Allein dazu ist nicht immer so gut. Man bräuchte schon so ein paar Leute, mit denen man. Ja. Wo hast du den her? Wie hast du den? Hast du den in der Schule kennengelernt, oder? Ja, in der Schule. Okay, also man soll sich in der Schule umgucken. Das Problem ist natürlich, dass in der Schule manchmal ein bisschen runter und drüber geht, ne? Ja, also es müssten schon Leute sein, die zumindest in der Klasse oder sowas ähnliches sind. Oder im Verein. Ja, Sportverein hat man ja auch schon. Ja, das wäre ganz schlecht, wenn man auf einmal zu einer anderen Klasse geht und sagt, wer will mein Freund sein oder so. Ich habe mal noch eine andere Frage, weil es mir gerade einfällt. Ich habe keine Ahnung, ihr seid ja jetzt relativ jung, vielleicht habt ihr euch dabei überhaupt nicht befasst, kann sein. Dann muss der Olli reden. Setze ich ihn jetzt mal ein bisschen unter Druck. Der EU-Gerichtshof hat ja jetzt kürzlich entschieden, dass das eine deutsche Gesetz, wonach, also in Deutschland war es ja so verpflichtend, dass wenn Deutscher oder halt ein Ausländer, der in Deutschland lebt, seinen Ehepartner nach Deutschland holen möchte aus dem Ausland, dass der aus dem Ausland geholene Ehepartner, also die Frau oder der Mann, einen Deutschunterricht besuchen muss, pflichtmäßig, gezwungenermaßen. Und der EU-Gerichtshof hat jetzt gesagt, Bullshit, dass das verstößt gegen die Menschenwürde, ist nichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergeht, ob jetzt da der Bundesgerichtshof noch was dagegen sagen kann, aber jedenfalls ist jetzt quasi erst EU-Gesetz vor dem deutschen Gesetz. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr dazu was sagen? Findet ihr das gut oder schlecht? Also ich kann dazu was sagen, dadurch, dass ja halt meine Eltern getrennt leben und mein Papa, die neue Freundin, beziehungsweise Frau, die er mir geheiratet, aus dem Kosovo gerade hier rübergekommen ist, kann ich sagen, dass sie das noch machen musste. Und ich persönlich eigentlich besser finde, wenn man sowas machen muss, weil, gut, es ist besser, um sich, sag ich mal, zu integrieren, um die anderen zu verstehen, um, wie so, wir verstehen schon, was du... Ja. Bitte? Nee, wir verstehen schon, was du meinst. Also, weil es einfach leichter fällt, sich zu integrieren natürlich dann, weil es leben nun mal sehr viel mehr Deutsche als Ausländer hier in Deutschland. Weil gerade die alltäglichen Dinge einkaufen und so, das ist alles das, was schon der Deutschunterricht leichter, was der Deutschunterricht wird das leichter gestalten, so rum. Ja. Aber das unbedingt das Zwingen dazu, das würde ich dann wiederum, ja. Das finde ich dann auch nicht so ganz. Also ich finde es okay, dass man den Ausländern, die jetzt nach Deutschland kommen, die Möglichkeit dafür gibt, aber man muss ihn meiner Meinung nach nicht dazu zwingen. Okay, das war der Anik jetzt, oder? Ja. Stimmemäßig.
Hat jemand noch anderes? Ich könnte mich auch noch was dazu äußern. Der Olli? Nee, ich bin der Olli. Der Iraner. Ja. Hey, Mann. Ja, hey, man. Also, ja, meine Eltern sind auch getrennt. Ja, mein Vater ist noch im Iran. Und meine Stiefmom, genauso. Mein Vater hat vor, meinen Stiefmom hier nach Deutschland zu bringen. Das Ding ist, dass im Iran die Zweitsprache nicht Englisch ist. Da wird nicht so auf Englisch drauf konzentriert, sondern auf Arabisch. Also kann man so sagen, Englisch null. Und sie muss jetzt auch 2-3 Jahre lang Deutsch sprechen. Und dann darf sie erst nach Deutschland kommen. Meiner Meinung nach, finde ich, macht es auch Sinn, weil immerhin, wenn sie nach Deutschland kommt... Oh. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ratsch, der mich abgeschossen hat. Olli schwebt bei mir in der Luft. Ja. Warte, Alec. Oh mein Gott. Okay. Ups. Und ich habe eine Mutterfehlfunktion. Olli, ich glaube, du musst dich abschleppen lassen. Definitiv, das wird nichts mehr. Ja. Freunde, bleibt mal, ich werde mal kurz gucken kommen. Das muss auch in Payman, der Payman kann gerne noch weiter erzählen gerade. Ja, gut, also. Wollte ich halt so sagen, dass meiner Meinung nach das eigentlich nicht schlecht finde, die Idee, dass man erstmal Deutsch lernen soll. Weil immerhin, wenn sie jetzt, sag ich mal, hier nach Deutschland kommen würde, die würde sich mit keinem kommunizieren können. Ja, ja. Also du siehst es ähnlich wie der Annik auch, ne? Ja. Ich bin sehr froh, dass ihr das sagt, weil als Deutscher muss man auch aufpassen, was man sagt. Man darf sowas ja auch gar nicht sagen. Man ist ja sofort wieder rechts, ne? Das ist auch so ein Problem, was es in Deutschland gibt. Übrigens, Olli. Ja? Du schaust aus wie eine Schifferschaukel. Ja, aber du hast schon viele Zuschauer hier. Das ist schön. Ja, lass dich doch mal abschleppen. Wahrscheinlich schleppen sie direkt dich nach Stettin rein. Ja, das denke ich auch. Mach mal, komm, dann kann ich weiterfahren. Ja, ich bin auch schon weg. Alles klar. Okay. Hassan, er noch fahren oder hat er schon 100%? Ich habe noch nicht 100%. Ich habe 72%. Gucken, ob ich wieder fahren kann. Also ich werde jetzt versuchen, mein Baby ins Ziel zu bringen hier. Ich möchte auch zu diesem Gesetz auch noch was sagen. Also ich würde sagen, was der Europäische Gerichtshof da entschieden hat, ist einfach für mich... Jetzt geht's. Die wollen ja alle reindrängeln. Also was der Gerichtshof da entschieden hat, ist für mich einfach weltfremd, weil ich das ähnlich sehe wie die beiden Kollegen, die das gerade eben auch gesagt haben. Natürlich ist Zwang nicht nie gut und Pflicht nicht gut, aber letztendlich muss man sagen, dass es den Ausländerfeinden ja eigentlich nur in, es bringt ihnen ja eigentlich nur noch Argumente, ja, weil wenn sich jemand hier nicht richtig integrieren kann, weil er nicht einkaufen kann, nicht beim Arzt sich artikulieren kann, dann haben die ja erst wieder Argumente dafür, zu sagen, was haben die Leute denn hier überhaupt zu suchen aus dem Ausland. Ich finde das für die Integration von Ausländern ganz wichtig und ich finde es genau die falsche Entscheidung. Jetzt versuche ich bloß gerade hier, wo muss ich denn hin, geradeaus noch. Ihr folgt mir noch irgendwie, oder? Ja, wir sehen dich nicht mehr. Also ich sehe dich nicht. Ach, da vorne bist du. Ich muss durch den Kreisverkehr und dann geradeaus nochmal und dann abliefern. Also das spielt den Ausländerfeinden, den Rassisten eigentlich nur zu, diese Entscheidung. Und es ist einfach Bullshit. Man sollte schon in die Sprache eigentlich. Ich reg mich ja auch immer über die Auswanderer auf. Es gibt ja diese Auswanderer-Serien im Fernsehen, kennt ihr ja vielleicht. Ach du Scheiße. Die wandern da ja auch immer aus und können kein Wort in der Sprache, wo sie hin und wollen dann dort irgendwie ein Geschäft eröffnen und wundern sich, dass sie nach 4 Wochen wieder abreisen können, weil sie nicht mal eine Wohnung kriegen. Ja, so. Also da frage ich mich dann auch, Leute, bitte, hat euch irgendjemand ins Gehirn geschissen? Und das sind dann Deutsche. Das ist ja was Neues. Ich habe das erste Mal eine Motorfehlfunktion. Ach so, ja, da siehst du mal, da müsst ihr bei Frenkel Frotzelt mitfahren, da kriegt ihr alle Motorfehlfunktionen. Nein, ich meine jetzt in der Tour. Ach so, ich dachte schon. So, ich parke jetzt hier noch ein. Hassan? Ja? Das war ganz schön knapp hier. Ja. Das war jetzt alle da rein, oder wie? Gott. Der Payman ist im Weg hier gerade so ein bisschen. Voll. So. Hassan, bist du eigentlich sehr gläubig oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eher modern erzogen so? Nee, oder beides? Kommt drauf an, was du jetzt meinst. So richtig. Ja gut, keine Ahnung, ihr dürft ja keinen Alkohol trinken, glaube ich, ne? Doch. Nein, doch? Sie dürfen kein Schwein essen. Ja.
Alkohol dürfen wir trinken? Seit wann darf man beim Muslim Alkohol trinken? Das ist doch haram. Also weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich hab, davon habe ich jetzt keine Ahnung. Alkohol ist dann auch verboten. Dann sage ich mal gerade so, ne? Offensichtlich moderne erzogen, ne? Also bei uns ist das jetzt nicht so ultra krass streng. Ja. Ich will auch mal meine Runde drehen. So, Freunde, ich bin drin. Ich find's auch ein bisschen krass, dass hier nur, wie viel sind wir jetzt? 5, ne? So 5 Ausländer hier jetzt nur mitmachen. Ich meine, du hast 30.000 Abonnenten, oder ja, so knapp 30.000, und hier machen nur 5 Ausländer mit. Wahrscheinlich sind wir die Auserwählten. Es ist die Frage, es ist immer die Frage, haben alle das eine Video gesehen? Da fängt's schon mal an, ne? Ja, stimmt auch. Weil ein Video sehen ja leider keine 30.000 Leute, da wäre ich ja froh. Dann spielt noch mit rein, vielleicht wollen welche nicht. Vielleicht haben die Angst, sie wollen sich nicht offen irgendwie äußern oder sowas. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich auch verstehen. Vielleicht sind sie auch einfach zu schüchtern. Ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich auch mit euch vorher gesprochen zum Beispiel, dass Leute im Internet große Klappe haben, gerade Jugendliche, und wenn du dann mit ihnen am Skype bist, kriegen sie keinen Ton mehr raus, ne? Das kommt alles vor. Das können alles Gründe sein. Ich rufe hier gern nochmal auf jetzt. Das waren jetzt wahrscheinlich, lass mich mal gucken, das sind jetzt 4 oder 5 Folgen, je nachdem. Ich fahre jetzt übrigens zum Reparieren, wer mitkommen möchte. Ich fahre nochmal rum. Wenn das gut ankommt und so, das werden wir jetzt mal schauen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir das nochmal wiederholen und dann halt auch mit 10 Fahrzeugen oder 20. Eventuell mal wieder mit meinem Steam-Account. Genau, wenn du mal wieder einen Steam-Account hast. Oder vielleicht Vorpayment. Das können wir ganz gerne machen, ist überhaupt kein Problem. Da können wir das gerne nochmal wiederholen. Und ich hoffe, dass das auch gut ankommt, wie gesagt. Nein! Und was denn? Das wird jetzt nicht mehr mit um die Kurve kommen. Ich glaube, ich hänge fest. Ja, schön. Ich dachte, ich kipp um. Ich bin so froh, dass ich es mal ins Ziel geschafft habe, so fast ohne Probleme. Wie viel Geld hast du bekommen? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, man gewinnt, ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt Gewinn, weil ich habe wirklich nur 3 oder 4% Schaden, da bin ich ja, oder 8 noch hinten. ETF? Ein Straßenschild schlägt mein LKW. Da ist das, harmlos. Also, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall nochmal hier beim Annik, dem Kosovo-Albaner. Nicht zu danken. Bei Olli, der ja total nach Grieche klingt. Bei Payman, unserem Perser. Ich hab zu danken. Aus dem Iran natürlich, ne? Perser und so. Muss man manchmal noch erklären. Dem Hassan aus der Türkei. Ja. Dem Hui. Ja, kein Problem. Aus Vietnam. Wie oft hast du euch schon den Spruch gehört? Hui, hui, hui. Da habe ich Hui wieder Wind öffnet. Ah, war mir klar. Ja, okay. Ja. Ich dachte, ich bin jetzt originell. Naja, lassen wir das. Hätte nicht geklappt. Ja, ich werde jetzt noch schnell reparieren lassen, das sind 6.781 Euro, das geht. Also ich bin reich, ich habe 67.000 Schulden. Ah, siehst du mal. Und also eigentlich habe ich noch 167.000 Schulden. Weil ich du musst öfter mit mir fahren, dann lernst du das. Ja. Okay, wir machen ja nochmal ein Gruppenbild mit Dame. Wen haben wir denn hier? Da hat sich ein Dennis, aber der scheint aus Rumänien zu sein. Das passt also auch ganz gut. Alexandros aus Polen ist hier noch. Die haben sich einfach angehängt hier anscheinend. Und ja, dann sag ich ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Dann macht mal alle aus, dann kann ich meine Hetzparolen endlich loswerden. Wer ist denn bitte das denn, ey? Weiß ich auch nicht. Dachte ja, kann keiner rein. Der Bruder von Jacqueline. Ja, genau, von Jacqueline Chantal. Jacqueline Chantal Horst.